Sascha ruft an. Hallo Sascha. Hi Max, ich habe eine Frage. Ja? Du hast ja die erste Folge von Arctic Warrior gesehen. Ja? Ich bin an der Stelle, wo Blut zu sehen ist. Wie hast du reagiert? Da hatte ich Fullscreen, weil das ist ja eine Doku. Ich habe es gezeigt, ich bin auch live. Alles klar. Aber ich habe auch schon mal eine komplette Scheide gezeigt bei mir im Stream. Das, also ich bin da vielleicht, weißt du? Weißt du, das Intim-Waxing ab 18, wo jemand einen Link einfach reingesendet hatte, was ich mir dann so lange angeguckt habe, weil ich es nicht gecheckt hatte. Naja, wo ich dachte, Mimi hat da einen kleinen Gag reingeschnitten, aber ich habe mir dann 10 Sekunden lang einen Brazilian Waxing reingezogen und die ganze Zeit war eine Vulva bei mir im Stream, weißt du das noch? Danke, Max, schönen Stream noch, ciao. Tschüss, schönen Abend. Hat jemand einen Clip? Na, den Clip gibt's natürlich nicht, sonst wäre man ja gebannt. Den aber auf Twitter gibt's den irgendwo. Ja, hat Romatra verkackt. Da hatten wir den Watch Together und er hat den Link gezeigt bei sich im Stream. Dadurch konnte ein Zuschauer ein YouTube-Video reinpacken. Ein Zuschauer nimmt ein YouTube-Video ab 18, wo man einfach sieht, wie eine Scheide gewaxt wird. Und das habe ich mir mit Romatra 10 Sekunden im Stream reingezogen, weil wir dachten, das wäre irgendein Gag von Mimi im Video. Bis wir dann gesehen haben, ich habe gar nicht verstanden, was ich da sehe. Und dann war es geschehen.